Willkommen. Dieses Portal bringt euch nach oben. Was? Wovon redet ihr hier bitte? Moment mal bitte. Ich muss mich erstmal hier umsehen. Ach, da ist Helmrast. Okay. Gut. Ich blicke langsam durch. Ich bin bloß nicht über den Weg hergekommen, wo ich eigentlich dachte, ich würde ankommen. Aber gut. Eure Mentoren sind plump. Pelodis, eure Phylanx folgt einfach eurem Befehl. Keine Kultur, keine irgendwas. Ich guck mal. Ah, eine frische Seele. Euer Blickwinkel könnte sich für uns als nützlich erweisen. Nemea und ich haben eine unterschiedliche Ansicht. Sie preist ihre Larions, einheimische Kreaturen aus der Bastion, die sie aufzieht und als ihre Begleiter ausbildet. Ich dagegen bin der Meinung, dass Phalanx die überlegeneren Wesen sind. Sie sind effizient, gehorsam und umgänglich. Okay. Bitte kommt und lernt beide Wege kennen. Vielleicht könnt ihr entscheiden, welche Lebewesen besser sind. Warum soll ich denn sowas entscheiden? Unsere Aufgabe ist heilig. Unsere Wacht resolut. Warum muss ich denn sowas jetzt entscheiden? Ah, okay. Er ist an der Schmiede, am Schmiedefeuer-Außenposten und sie ist in Nemesis. Zuflucht. Wo? Freundschaftliche Rivalitäten. Ihr seid nicht alleine. Ja, ich soll nach Helmrast. Ich kürze das mal ab. Nehmt das Tor zu Helmrast. Dieses Portal bringt euch nach oben. Mach mal. Da überlege ich jetzt nicht lange. Ich bin mal oben. Ich verstehe, Claire. Wir müssen den Polemarchen kontaktieren. Er kann euch zur Archon bringen. Ja, dann mach doch mal. Übrigens, wir haben hier zwei Quests, die wir abgeben können. Hi. Bitte, ergreift das Wort. Willkommen in Heldenrast, dem Wegekreuz der Bastion. Hier werdet ihr viel Hilfe für eure Reise finden. Ich beobachte euch. Die Dürre hält sich hartnäckig. Wir müssen eine Lösung finden. Okay, hier findet ihr übrigens alles, was ihr für die anstehende Reise braucht. Eure Anwesenheit lässt viele hoffen, möge es euch und uns gut gehen. Okay, und sie haut ab. Der Polemarsch, er ist die rechte Hand der Archon. Sie glaubt uns wirklich, wir haben immer noch eine Chance. Ja! Unsere Endlich. Huch, da ist sie wieder. Na gut, dann ist sie wieder da. Sehr schön. Nennt euer Anliegen. Hier in der Heldenrast haben wir ein Leuchtfeuer. Es ist der schnellste Weg, um die Aufmerksamkeit des Polemarchen zu erregen. Es ist allerdings einige Zeit her, seit wir es das letzte Mal benutzt haben. Daher bedarf es leider einiger Reparaturen. Ich erteile euch die Genehmigung, während eures Aufenthalts in der Bastion einen Provostbegleiter zu erhalten. Ich werde einige herbeirufen. Ihr dürft einen auswählen, der euch hilft. Ach, wir kriegen eine Eule. Der Blick der Arche. Ein Provost wird euch dabei helfen, Polemarch Adrestes zu rufen. Wählt einen als Begleiter. Wir kriegen eine Eule. Arkes oder Ipa. Welchen können wir noch nehmen? Gramilos gibt's noch? Also ich finde ja ihn hier eigentlich von der Optik ganz niedlich. Ich benötige Unterstützung. Jo. Seid ihr sicher, ihr könnt das für längere Zeit nicht mehr ändern? Oh, ne, halt, Moment, dann gucken wir uns. Gucken wir uns das an. Welche haben wir noch? Es geht hier, glaube ich, wirklich nur um Optik. Korinthe. Naja. Seid willkommen. Jo, die nehmen wir. Arathene. Die Arbeit eines Provosten ist nie getan. Oh, süß. Jetzt haben wir eine Eule. Ich werde euch nicht enttäuschen. Na, da, wir haben eine Eule. Oh, Mensch. Die Idee dahinter ist süß. Auch die Hilfe. Sehr ja, gern. Immer. Schön. Wir haben eine Eule. Ich finde es süß. Okay. Ja, Sterbliches. So, wenn ihr Unterstützung benötigt, wird euer Provost euch mit vielfältigen Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Wir haben
eine Fähigkeit in dieser Zone freigeschaltet. Die können wir übrigens dann auch hier unten reinschieben. Provosten sind aus vielen Gründen nützlich. Sie halten die Bastion sauber, reparieren alles, was kaputt ist und bieten unübertroffene Gesellschaft und Unterstützung. Euer neuer Provostassistent sollte in der Lage sein, das Leuchtfeuer zu reparieren. Dann könnt ihr den Polemarchen zur Heldenrast rufen. Geht und dient. Ich bin beschäftigt. Euer Provost kann das Leuchtfeuer auf euren Wunsch hin reparieren. Mich interessiert's nicht, ich gehe da mal. Sehr schön. Was mit dir, Gastwirt? Ich hoffe, dass ich etwas Nützliches habe. Ihr seid nicht alleine. Ah, diese weisen Worte stammen gewiss von Eugen. So, von Eugen. Ich bin froh, berichten zu können, dass er es nach Hause geschafft hat. Ah, ja. Möge es euch eine Hilfe sein. Danke für die Hilfe. Wo sind hier die Quests? An der Wand hängt noch einer. Gesucht. Schlingenschnabel. Spielerzahl 3. Und nochmal ein Spielerzahl 3. Die Dinger lese ich nicht vor, weil ich nicht weiß, ob ich die jemals machen werde. Diese Gruppendinger, ja, sie sind ganz nett, aber die interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Ich nehme sie mit, wenn es geht. Momentan müsste es sogar gehen. Okay, hier. Alle Aspiranten, alt wie neu, hört her. Aktias Ruhestätte erwartet euch, wie verkündet. Begebt euch auf die zeremonielle Reise und erfahrt alles über das uralte gefallene Paragon, das dieses Reich gerettet hat. Die Ruhestätte befindet sich nur einen kurzen Ritt südwestlich der Heldenrast. Ja, aber die Spielerzahlen, die Spielerquests mit 3 Leuten. Momentan müsste es gehen, weil das Spiel halt relativ belebt ist. Aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht, ne? Okay, die fliegen wirklich einmal über die gesamte Landkarte. So, wo ist denn jetzt hier? Glück. Achso, ich soll sie ja rufen. Habe ich gerade irgendwie ganz viel irgendwas gekriegt? Okay. Kann ich helfen? Kann viele Aufgaben erledigen oder einfach Gesellschaft leisten? Könnt ihr mir etwas vorspielen? Ihr müsst das Leuchtfeuer der Anrufung reparieren oder bis später. Nö, also erstmal vorspielen. An die Arbeit. Ist das putzig. Ja, okay. Reicht. Leuchtfeuer. Der Boden hier fegt sich nicht von selbst. Wieso willst du den Boden fegen, wenn du das Leuchtfeuer reparieren sollst? Los, leg doch mal vor. Mach mal. Hier? Wohin sie hin? Ich folge ihr mal unauffällig. Sie wird wissen, wo sie hin will. Hoffe ich. Ah, hier. Gut, das ist ein Leuchtfeuer. Das muss man aber auch wissen. Ich habe da mal eine Frage. Das Leuchtfeuer ist angeblich schon seit etlichen Jahren kaputt oder seit einer geraumen Zeit. Und es hat niemand mal einer Eule gesagt, sie soll mal ganz kurz gegenschlagen oder einmal polieren und dann... Ja gut, kommt man ja auch nicht drauf, ne? So. Wir aktivieren es. Ja, das ist aber interessant. Hi. Komm ich auch nicht ran? Weshalb entzündet ihr das Leuchtfeuer, Aspiranten? Ich bräuchte mal Hilfe. Polemarch, wir haben dringende Kunde für die Archon. Euch kenne ich vom Tempel der Reinheit. Nun gut. Ey, bleiben Sie hier, ich muss mit Ihnen reden. Fliegen Sie nicht weg? Also komm, hier. Ich habe tolle Nachrichten. Ich bin der Wille der Archon. Ja, Kalestina hat sich für euch verbürgt, indem sie die Verwendung des Leuchtfeuers gestattet hat. Aus dem Grund habt ihr meine Aufmerksamkeit. Stufe 53. Unsere verehrte Archon hat beschlossen, euch eine Audienz zu gewähren. Es ist eure Pflicht, ihr eure Kenntnisse zu präsentieren und dann
ihrem weisen Urteil zu folgen. Sie hält Audienz in der Elysischen Festung, einem Teil der Spitze des Aufstiegs und Heimat der Aufgestiegenen. Wir werden euch dorthin bringen, denn es ist ein Ort für diejenigen, die fliegen können. Wir kriegen echt Kleidung, die schlechter ist als die wir schon haben. Aber gut, wir fliegen zur Feste. Mit Mut voran. Endlich eine Audienz bei der Archon. Wir treffen euch dort. Ja, ich führe ein Leben als demütiger Diener der Archon. Jedes Wort und jede Tat ist ihrer Gnade zu verdanken. Und ich bin jetzt bereit, zur Elysischen Festung zu fliegen. Findet eure Reinheit. So, bring mich mal hin. Die Paragons haben sich versammelt und erwarten die Ankunft der Archon. Ihr solltet besser schweigen, bis ihr gefragt werdet. Eine solch erlauchte Audienz ist eine seltene Ehre. Zeigt euch ihrer würdig. Nett hier. Sehr nett. Das ist das Emblem des Aufstiegs, deswegen klettern wir mal hoch. Ach, ich mag das. Huch, dann klettern wir mal runter. Und dann suchen wir mal die Archon. Im Trailer waren die nicht sonderlich nett. Ich glaube nach oben, nach unten nicht. Das ist ja mit einem Fragezeichen nach oben. Gucken wir mal, ob wir hier richtig laufen. Ihre Erinnerungen sind eindeutig, Devos. Eure Hand ist dem Schlund verschworen. Lysonia, ich ahnte nie, welche Dunkelheit in ihr lauert. Devos. Okay, ich sag jetzt mal ganz grob, wer wirklich diesen Cinematic-Trailer gesehen hat, der wird wissen. Devos war, glaube ich, die Person, die Uta ausgebildet hat. Uta hat von ihr die Flügel bekommen, hat Arthas zum Schlund gebracht. Das war in diesem gezeichneten Cinematic drin. Und Uta ist ja auf der anderen Seite. Also bei den Gefallenen. Und Devos ist wahrscheinlich die anderen anführt. Die macht ein Doppelspiel. Okay, gut. Da haben sie von vornherein die Story gespoilert. Wahrscheinlich haben sie es, ja, gemacht. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Aber das passiert, wenn man sich die offiziellen Trailer ansieht. Toll. Die Gemächer der Archon sind direkt über uns. Ich ersuche euch dringend, in ihrer Gegenwart äußerst ehrerbietig zu sein. Ja, okay. Ich werde euch zu eurer Audienz bei der Archon begleiten. Ich bitte euch, tragt eure Uniformen. Eure Informationen kurz und bündig vor, aber die Uniform bitte auch anlassen. Unsere weisen Archon wird euch anhören und dann über das beste Vorgehen entscheiden. Bescheiden. Okay. Was? Achso. Ich bin bereit. Sprechen wir mit ihr. Das sind schlimme Neuigkeiten, Vesiphone. Aber die Archon hat schon früher solche Kunde ignoriert. Die Umstände haben sich geändert. Wer sind diese Verschmähten? Viele haben nur den Glauben verloren und sind noch zu retten. Andere sind so tief gefallen, dass ihnen die Macht des Schlunds gehorcht. Es ist wahr. Dieser Sterbliche hat gegen Aufgestiegene gekämpft, die dem Kerkermeister dienen. Lysonia ist nicht allein. Wir wissen, die Verschmähten werden zuschlagen. Aber wir wissen nicht, wann oder wo. Was ihr da sagt, ist undenkbar. Aber wir müssen dennoch wachsam bleiben. Paragons, zurück zu euren Tempeln. Adrestes überwacht die Schutze. Euch scheint bei all dem eine Rolle zuzukommen. Sehen wir, wie sich alles entwickelt. Geht und dient.
Ich mag die Ingame-Szenen. Sind echt cool gemacht. Also besser als in BFA. BFA hatte diese vorgefertigten Filme, die waren gut. Die fehlen mir in dem Teil momentan. Aber die Ingame präsentierten Szenen, die sind besser als in BFA. Bisher hat es eigentlich die Legion am besten gemacht, ne? Die Cutscenes, die vorgefertigt waren, die so comicartig wirklich präsentiert waren. Und dann die Ingame-Szenen, die Mischung war in Legion am besten, aber von dem, wie sie es sozusagen einzeln gemacht haben. Also die vorgefertigten Render-Sequenzen waren in BFA besser als in Legion. Hier in Shadowlands sind die Ingame-gerenderten Szenen besser als in BFA und auch als in Legion. Aber das Mischungsverhältnis von beidem, das war in Legion bisher am besten. Also sozusagen, da haben sie es am besten abgemischt. Und wir hier haben sozusagen hier momentan wirklich alles in der Ingame-Grafik präsentiert. Hat auch einen Vorteil. Wir sehen unseren Charakter immer wieder. Weil in vorgerenderten Sachen ist der einfach nicht möglich. Da kann man nicht den eigenen Charakter sehen. Und das haben sie hier besser umgesetzt. Bei der Gnade der Archon. So, die Gnade der Archon sei mit euch, Sterbliche. Jeder Tempel der Bastion wird durch einen Schutz hier in der Elysischen Feste gesichert. Solange diese Schutze halten, kann keine bösartige Macht angreifen. Es ist alarmierend, dass die Verschmähten in solch großer Zahl angreifen konnten. Eure Befehle lauten, die Schutze zu untersuchen. Solange sie halten, bleibt die Bastion stark. Weisheit leite eure Schritte. Na gut. Ich wette mit euch, die wird bald versagen. Und guck mal, wir haben auch hier einen Flugmeister. Unsere Pflicht ist wahrhaftig. Unser Ziel rein. Also das ist zwar eine Stadt, aber gibt kein Gasthaus oder sowas, ne? Ah, guck mal, Pelagos ist ja auch wieder da. Ach, hier sind die Attrappen, die Trainingsattrappen. Das ist eine richtige Stadt. Moment mal, wir gucken uns die Stadt an. Nicht nur ein Außenposten, es ist eine richtige Stadt. Ruhmrüstmeister. Ach. Ist nett hier. Also ich glaube, ich habe die anderen Pakte zwar noch nicht gesehen, aber so gefühlt hätte ich gesagt, dieser Pakt hier wird meins. Von der Optik. Und auch von dem, wie er von vornherein präsentiert es worden ist. Es gibt viel für euch zu sehen. Ja, der hat ja viel im Angebot. Das war ein angenehmes Geschenk. Der hat gar nichts. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht bin ich einfach noch nicht weit genug, ne? Also, wenn man sich dem Pakt anschließt, kann ja sein, dass da hinten der dann irgendwas freischaltet, ne? Das kann ja sein. Ist aber kleiner als gedacht. Mit hier wird so zwei Flügel nach links und rechts. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie sie das nachher machen. Also bisher war es ja immer so, die meiste Zeit, wenn man im Endspiel ankam, sammelten sich die Leute dann in einem Ort, in der Hauptstadt sozusagen. Und das ist ja hier Oribos, klar. Also kurzum werden sich da nachher dann viele Leute eben aufhalten. Aber wenn sie in den Pakten dann sozusagen auch nochmal so kleine Städte gemacht haben, die so ein bisschen an die Legions Klassenhallen erinnern, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob sie nicht die Leute dann auseinanderreißen, weil sie haben dann vier Hallen, in die die Leute gehen können. Also kurzum, so diesen typischen zentralen Hub haben wir dann nicht mehr. Aber es kann natürlich auch sein, dass es nicht stimmt. Der Schutz des Tempels der Loyalität ist aktiv. Die Kurianer, die dort über ihre Pflichten meditieren, sind sicher. Gut, Schutz 1 funktioniert. Seltsam. Der Schutz der Reinheit ist deaktiviert. Das muss die Großinvasion der Verschmähten ermöglicht haben. Super, wir hatten den deaktiviert. Ich hab da so eine Vermutung. Aber egal. Also ich komme immer noch nicht weg. Wenn das wirklich so ist, dass Davos die Verräterin sein soll, in Anführungszeichen, dann hat Blizzard sich selbst gespoilert. Und das ist, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Der Schutz der Demut ist stark.
Doch vielleicht sollten die Verschmähten die dort gelehrten Lektionen noch einmal lernen. Ja? Die früheren Erinnerungen aller Kyrianer ruhen im Tempel der Weisheit. Ich bin erleichtert, dass sein Schutz hält. Und jetzt noch der Schutz des Mutes. Der Schutz des Mutes hält. Ach, was für eine Erleichterung. Die Frage ist, wie lange, ne? Narren! Die Verschmähten werden über die Archon siegen! Hi, Uta. Der ist nicht gerade nett. Schnell! Wir müssen den Polemarchen warnen. Mach ich. Ich renn los. Weil ein gefallener Engel vorbeikam. Der ist aber nicht nett irgendwie, ne? So ganz irgendwie nett ist er nicht. Aber das Witzige ist ja auch, als wir ankamen und sagten, wir kommen von Azeroth, haben die damit ja nichts anfangen können. Es klingt ein bisschen so wie, aus Azeroth sind bisher noch keine Leute hergekommen. Vielleicht sind wir von Azeroth nicht wirklich die besten Vorzeigeleute, um hier, ja, Kyrianer zu werden. Könnte ja sein. Wir haben da vielleicht andere Vorstellungen. Vom Leben nach dem Tode oder so. Ihr möchtet dienen? Oh, offenbar befinden sich die Verschmähten sich in unserer Mitte. Nochmal, offenbar befinden die Verschmähten sich in unserer Mitte, sogar in den Spitzen. Wir müssen eilend Hilfe zum Tempel des Mutes schicken. Gut. Der Tempel des Mutes darf nicht fallen. Alle Kyrianer lernen in seinen heiligen Hallen das Kämpfen. Nicht nur, um die Bastion zu schützen, sondern auch, um ihre eigene Sicherheit zu garantieren. Wenn sie Seelen durch den Schleier holen, reist umgehend dorthin, sucht Tanikos auf, die treue Hand des Pagons, des Mutes. Cassius wird euch einen Larion zuweisen. Geht jetzt. Ein was? Ja, Polemarch. Möge die Archon über uns wachen. Okay, also Cassius steht hier, mit dem fliegen wir dann weiter. Jo, aber das würde ich... Was ist denn das da eigentlich? Das geschnitzte Wolkenfeder-Lockruf-Questgegenstand ruft Nachtflüge zu ihrem Nest? Okay. Wir kriegen übrigens noch einen Umhang. Auch nett. Ja, ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich wollte ja heute wollte ich nochmal die Sims spielen. Ne? Also deswegen mache ich jetzt hier bei World of Warcraft einen Cut. Ich mache dann eine Pause und danach wechseln wir das Spiel. Noch für so eine Stunde oder so. Vielleicht auch eineinhalb. Mal schauen. Aber erstmal kleine Pause vom Spiel und dann geht's weiter. Aber gebt mir mal so 5 Minuten. Ich mache dann mal kurze Pause, strecke mich ein bisschen und dann... Ja, sehen wir uns gleich hier wieder und dann geht es mit dem anderen Spiel weiter und World of Warcraft. Muss ich mal sehen, ob ich es nochmal streame. Ne? Ich finde, es ist ein schönes Add-on. Ich bleibe dabei, es macht Spaß, das Add-on. Man kommt gut weiter, man kommt gut voran und ja, deswegen, also ich kann mich nicht beschweren. Es ist wirklich schön, ja. Aber für heute, fürs Jetzt erstmal reicht es. Denn ich hatte ja gestern gesagt, wir wollen die Sims nochmal spielen und gestern habe ich euch ja schon vertröstet, also machen wir es heute nochmal. Und deswegen jetzt hier erstmal Pause und dann sehen wir uns sozusagen jo, nach der Pause, so nach 15 Minuten. Lasst mich mal ein bisschen, wie gesagt, mich bewegen, was trinken, ja, und dann geht's gleich weiter. Ja. So, also, bis gleich.